Es sind Zeugen eines lange vergangenen Zeitalters. Einer rätselhaften Epoche, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Dennoch sind diese unterirdischen Anlagen und eigenartigen Steinmonumente Realität. Wir vermuten, dass diese Steingänge zur Wiederherstellung der unterirdischen Anlagen gedient haben, die ja weitgehend eine energetische Funktion hatten. Wer die Architekten waren und wie sie gebaut wurden, ist eines der großen Rätsel der prähistorischen Forschung. Einige dieser Stollen müssen maschinell gemacht worden sein. Man kann das messen, weil man sieht die Spuren der Fräsen und man hat mit Industriemagneten aus den Wänden winzige Stahlsplitter rausgezogen. Und warum haben die Menschen diese Gebilde damals errichtet? Wozu hat man das seinerzeit angelegt? Ein Fluchtgang kann es nicht gewesen sein, der Eingang ist gleichzeitig der Ausgang. Man kriecht da hinunter wie, ja, in eine unterirdische Welt. Im Osten Österreichs befindet sich eine solch große Anzahl an unterirdischen Anlagen und monumentalen Steinsetzungen, dass diese Gegend wohl eines der weltweit größten archäologischen Freilichtmuseen ist. Die ältesten Quellen, die einige wenige hundert Jahre alt sind, sprechen bei uns schon von Gängen aus uralter Zeit. Heute wird versucht, mit modernen wissenschaftlichen Methoden diesen Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Wir versuchen mit Bodenradar festzustellen, was hier noch darunter liegt, ob es hier noch unterirdische Gänge gibt. Mit jeder neuen Erkenntnis tauchen jedoch weitere Fragen auf. Wir haben das daraufhin überprüft mittels Bodenradar und Geologen und sind fündig geworden. Das heißt, diese Hohlräume und Gänge gibt es tatsächlich. Bis heute ist noch nicht restlos erforscht, welche Geheimnisse noch in diesen Kellern verborgen sind. Unterirdische Tunnelanlagen sowie die Erdstelle, die wir hier im österreichischen und im bayerischen Raum haben, muss man einmal erlebt haben. Einige Archäologen sind sich sicher, sie sollen sogar aus prähistorischer Zeit stammen. War die früheste Geschichte des Alpenraumes wirklich so primitiv, wie wir es bisher angenommen haben? Oder haben die Menschen vor vielen tausend Jahren bereits zivilisierter gelebt und Technologien beherrscht, über die wir heute nur staunen könnten?